Jungs und Mädels, wir sind schon auf dem Weg nach Kärnten in Österreich, wo wir heute auf einem Festival spielen, Rock the Lake. Wir müssen uns entschuldigen dafür, dass es kein Videoblog vom letzten Wochenende vom NOAB Open Air in Börstadt gibt. Da war leider der Schlamm so hoch, dass die Kamera drin ertrunken ist und nun nicht mehr funktioniert. Deshalb konnten wir sämtliches Videomaterial nicht mehr auslesen. Das tut uns sehr leid. Aber von diesem Konzert seht ihr, wie ihr seht, einen Videoblog. Hallo. Hallo, wir sind heute auf dem Weg nach Österreich und deshalb rede ich ein bisschen Wienerdeutsch, ein bisschen österreichisch. Ne, Spaß beiseite. Wir sind jetzt gerade in München. Dort wird Steffen sein Privat-PKW, den er bis hierher gefahren hat, abstellen und wird dort am Sonntag wieder einsteigen, weil er wird nämlich im Anschluss in den Urlaub gehen. Hallo. Und das tangiert uns jetzt aber gerade alles gar nicht, sondern wir sind auf dem Weg nach St. Jakob im Rosental. Das ist bei Kärnten, also insgesamt 550 Kilometer Fahrt, also gute 6 Stunden sind wir unterwegs. Und ja. Also wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt, sind wir nun angekommen am Rock the Lake, was zu Deutsch übersetzt heißt Rock den See. Und das ist der See, den wir rocken. Ihr seht, das ist eigentlich ein Fluss von der Veranstaltung, aber auch bewusst so gemacht dieses Jahr. Also normalerweise hat das Rock the Lake immer am See stattgefunden, aus lokalen Gründen ging das eben dieses Jahr nicht mehr. Hallo meine lieben Freunde, wir sind jetzt genau nachträglich nach der Show. Die Show hatte eine halbe Stunde Verzögerung wegen der Band vor uns, die technische Probleme hatten. Das war aber eigentlich gut für uns, denn wir konnten zu einem Headliner-Slot spielen hier auf dem Rock the Lake Festival. Das Publikum ist absolut abgegangen, war eine super Stimmung in der Crowd. Wir hatten Spaß auf der Bühne, war absolut Killer, gibt's nichts, was negativ war. Und deshalb sind wir bester Laune und machen jetzt Party. We'll be right back.
Wie ihr seht, es ist schon wieder hell. Bedeutet, es ist Sonntag, das Wochenende ist schon wieder fast vorbei. Wir hatten richtig Spaß. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen mit dem Videoblog. Noch eine kleine Sache zum Erzählen zum Schluss. Ihr wisst ja, jede Band hat einen Vertrag mit dem Veranstalter, was drinsteht, von wegen Kilo Koks und ein paar Nutten auf dem Backstage und so ein Check und den Bio-Apfel. Und wir haben auch so einen Vertrag. Da steht drin, dass wir auch ein paar Weiber brauchen. Und der Veranstalter hat es besonders gut gemeint mit uns, denn wir haben tatsächlich auf einem Mädcheninternat übernachtet. Schon aussehe wie dieser lustige Eisbär. Das kommt davon, dass ich White Flakes gegessen habe. Isst man White Flakes, knusprige Cornflakes, lecker umhüllt, sieht man aus wie dieser lustige Eisbär.